Ein japanischer Köcher. Ein Geschenk für meinen besten Schüler. Oh, sind ihre Klamotten. Ist sie jetzt gerade nackt unterwegs oder was? Oder hat sie einfach Mongolenkleidung angezogen? Reis und Hirse. Unberührt. Ein Überraschungsangriff. Ich fürchte Schlimmes. Tomoe hätte diesen Köcher nie zurückgelassen. Es sei denn, sie wurde verfolgt. Oder gefangen. Wozu? Verhöre, Folter oder Schlimmeres. Oha. Dasselbe tun sie vielleicht Fürst Shimura an. Angst ist eine Waffe, Sakai. Lasst die Mongolen sie nicht gegen euch richten. Eure Schülerin, wohin würden sie sie bringen? Vor Nakayama. Jetzt können wir ins Fort. Das Fort ist ganz nah. Ja, warte mal ganz kurz. Ich würde mich gerne... Ich will da hoch. Ich komme gleich wieder. Gib mir eine Sekunde. Lauf nicht ständig weg. Lauf nicht ständig weg. Finde ich sehr sympathisch. Ich will nur mal gucken. Lauf nicht ständig weg. Finde ich sehr sympathisch. Oh, ich komme da gar nicht hoch. Aber da ist wer. Mist. Ah, wieder runter. Wahrscheinlich brauchen wir diese Krallen. Kommen wir vielleicht hier hoch? Ich muss gucken. Ich kann nicht aus meiner Haut, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wenn wir gerade schon hier sind, muss ich da rein hingucken. Ach, das ist das Lager. Das ist das Lager. Mein Herr, geht nicht in die Wälder von Kashine. Dort hausen wütende Geister, tote Samurai, die auf Blut aus sind. Wir befinden uns im Krieg. Ich bezweifle, dass Geister das waren. Wer den Wald betritt, kommt nie wieder heraus. Mongolen wie auch Japaner. Okay. Die gefundenen Leichen wurden alle von Samurai-Klingen getötet. Menschen benutzen Klingen, keine Geister. Ich sehe mir das an. Das ist wahr. Okay, cool. Können wir uns noch ein bisschen unterhalten, die? Ich traf neulich eine Gruppe Überlebender. Dann gehen wir schnell weiter. Es ist tatsächlich das Lager, das wir vorhin gesehen hatten. Also, oder? Warte. Doch. Ja, doch. Müsste es sein. Genau. Hä? Kannst du es nicht im Laufen einstecken? Also, weiß ich nicht. Ich hatte noch nie einen Katana in der Hand. Daher kann ich das nicht, beurteilen. So. Ich hätte mit euch in Komoda kämpfen sollen. Es war besser so. Dort starben genug. Wieso verloren die Samurai? Die Mongolen kämpften wie Tiere. Falsche Antwort. Ich sah es mit eigenen Augen. Ein Schütze zielt nicht mit den Augen, sondern mit Körper, Wille und Geist. Okay, Pferd. Gut. Warte kurz. Wir müssen reden. Worüber? Was ist los, Sensei? Dieser Bogen war ein Geschenk von Fürst Nagao vor langer Zeit. Eine beeindruckende Waffe. Aber natürlich. Und es gibt nichts Schmerzhafteres als ein perfekter Bogen in plumpen Händen. Dann ist es gut, dass ihr ihn mir gebt. Er sagte etwas von geben. Beweist, dass ihr gut schießt. Und ich borge ihn euch. Testet ihn, bevor wir in die Schlacht ziehen. Schaden und Ziehtempo sind durchschnittlich. Einst ein Geschenk von Fürst Nagao an Sensei Ishikawa, das jetzt von seinem neuen Schüler des Senseis getragen wird. Mhm. Zielt auf die Lampe, die uns am nächsten ist. Wie? L2 gedrückt halten. Gedrückt halten und dann loslassen. Oh. Etwas höher. Hä? Ach, auf die Lampe. Ja, Entschuldigung. Gut. Jetzt auf die etwas weiter entfernte. Links. Nicht schlecht. Mal sehen, ob ihr auch die ganz hinten trefft. Je ferner das Ziel, desto mehr sinkt euer Pfeil.
Wie fühlt er sich an? Wie für mich gemacht. War er aber nicht. Also gebt gut darauf acht. Gehen wir. Der ist mir sympathisch. Wie für mich gemacht ist er aber nicht. Ist meiner. Ein solcher Bogen hat uns in Komoda gefehlt. Es ist ein guter Bogen. Doch nicht Waffen erringen Siege, sondern Krieger. Ihr kennt die mongolischen Feuerwaffen nicht. Und sie haben noch nicht gesiegt. Das ist wahr. Ich mag den. Ich mag den. Ja, oder? Der ist wirklich cool. Hoffentlich ist eure Schülerin dort drin. Wir haben die Leute da vor dem Fort ja schon gekillt. Mal gucken, ob wir das jetzt schon wieder machen müssen. Von dort oben können wir ihre Abwehr besser sehen. Gucken wir mal. Diese Stelle ist perfekt. Ich schleiche rein und öffne das Tor. Dann schlagen wir zu. Stürmt er immer mit halboffenem Hakama in den Kampf? Habt ihr eine bessere Idee? Geduld, Sakai. Die Mongolen werden einen Suchtrupp nach der Patrouille entsenden. Wenn die Tore aufgehen, schlagen wir zu. Je länger wir warten, desto länger ist Tomoe in Gefahr. Sie kommt schon zurecht. Betrachtet das Schlachtfeld. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Hornissennester. Ein Schuss dürfte sie aufscheuchen. So bekommen die Mongolen Insektenstiche und Pfeile ab. Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Wir werden sehen. Okay. Ein Pfeil in diese Hängelampen und es sprühen Funken. Die Feuer entfachen. Okay. Sie haben viele Schützen. Sie sind gut, aber wir sind besser. Wenn die Tore aufgehen, lenkt den Feind ab und lasst Pfeile auf ihn regnen. Dann stürmen wir das vor und befreien Tomoe. Gut. Jetzt warten wir. Okay. Ich bin gespannt. Sie öffnen die Tore. Wartet auf mein Signal. Sein Selbstvertrauen aber wirklich. Bereit machen. Jetzt schickt sie zu ihren Vorfahren. Oh. Au, ah, ah! Sag mal! Hat nichts gebracht, leider. Oh, daneben. Okay, ich wusste nicht. Schlecht, Sakai. Drinnen sind noch mehr. Nicht mehr lange. Suchen wir Tomoe. Okay, ich wusste nämlich nicht, dass ich nicht die ganze Zeit den Bogen gespannt halten kann. Mega, danke dir, Shedrick. Ja, sehr gerne auch auf YouTube vorbeischauen. Und für alle, die gerade auf YouTube sind, hallo. Und Shedrick YouTube, YouTube Shedrick, hallöchen. Grüße gehen raus. Auf der linken Hinterm, auf dem linken... Alter, für einen alten Herrn nicht schlecht. Das sind locker 3 Meter, wenn nicht sogar mehr. Okay, 4, 5. Eieiei. Not so bad. Ich kann nichts looten. Oh, Mist. Oh, Mist.
Oh, Alter! What a fly! Oder beobachte Anführer. Dieses Beobachten habe ich noch nicht gecheckt. Au, ah! Von wo? Ausweichen ist schon wichtig, habe ich gemerkt. Uiuiui. Ui, ui. Kann man den noch looten eigentlich? Nee. Ich hätte die Fässer abschießen sollen oder so. Ei, ei, ei. Ja, ein bisschen taktisch vorgehen sollen. Aber naja, gut, man muss das ja auch erstmal lernen. Ne, man muss das ja auch alles erstmal lernen. Pfeile, sehr schön. Der Große hat Loot. Der hatte kein Loot. Ich habe gerade geguckt. Ich gehe nochmal gucken. Ja, ja, ich bin sofort da. Nix. Nix. Ja, wir gucken uns erstmal um, bevor wir jetzt Story weitermachen, ne? Sonst, Leder, nice. Wow. Der Breitschultrige auf der Treppe, den habe ich doch schon gelootet. Den habe ich doch schon. Der ist doch weg. Ach so, das ah okay, ich habe das zu spät gelesen. Ja, alles klar, danke dir. Überbewertet. Türen braucht keiner. Keine Kiste, nix. Schade. Können wir die Klamotten nicht mitnehmen? Die wir haben, sind ein bisschen low, Alter. So mit alten Lumpen noch unterwegs. Ich kann nicht aus der Haut, als überall zu gucken, ob es Loot gibt, ne? Alles gut ist nicht deine Schuld. Ich hätte ja auch vorher gucken können. Gut. Oh nein. Ist sie tot? Tote Gefangene. Gefesselt. Mit Pfeilen getötet. Tomoe ist nicht... Wartet. Dieser Anhänger gehört ihr. Vordurchsuchen. Habe ich das schon? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja gut, wir waren noch nicht hier drin. Eine Schriftrolle. Bogenkunstbegriffe ins Mongolische übersetzt. Euer Name wird erwähnt. Sie hat meinen Weg des Bogens gelehrt. Sie hat die Mongolen gelehrt, Ovi. Hat sie ihn verraten? Ja, und jetzt? Achso, wieder raus. Das sind japanische Pfeile. Das sind Tomoes Pfeile. Seid ihr sicher? Diese Kerbe aus Hirschgeweih, das lehrte ich sie. Und diese geschwungenen Seeadlerfedern. Dann nahmen die Mongolen ihr die Waffen ab. Die Schüsse sind eng beieinander. Kein Mongole schießt japanische Pfeile so geschickt. Hm.
Dann ließen sie sie einen Bogen benutzen. Oh, oh, ich ahne Böses. Ich bin auch ein super krasser Loot-Goblin. Übelst. Ich brauch alles. Alles ist meins. Oh weh, oh weh. Jemandes Privatquartier. Ein Frauenkimono. Tomoes Kimono. Sie haben sie freigelassen. Wieso? Helft mir? Hört ihr das? Ein Überlebender. Hey, wo kommt der denn her? Ah, aus der Kiste. So kalt. Oh, Hitzeschlag. Wir suchen nach einer Frau, einer Schützin. Die Mongolen sperrten sie mit uns ein. Dann ließen sie sie frei, gaben ihr Rüstung und Bogen. Sie tötete meine Frau und die anderen. Die Toten von vorhin. Sie demonstrierte dem Feind ihr Können. Und er hat sie rekrutiert. Bitte. Es tut so weh. Lasst mich nicht zurück. Ich habe genug gesehen. Gehen wir. Die hatten den in der Kiste, ja. In der prallen Sonne. In der Kiste, in der prallen Sonne. Guck mal, der Kopf hätte noch vorne rausgucken können. Ist eine Foltermethode tatsächlich. Und da kriegt man halt Hitzschlag etc. Hätte sie töten sollen. Sensei. Ich hätte sie töten sollen. Hat ihre Freiheit erkämpft und hilft jetzt den Mongolen. Wieso tut sie das? Was ist passiert? Ich habe sie zu sehr gedrängt. Wie gedrängt? Was verheimlicht ihr? Sensei. Ich verlange eine Antwort. Sie griff mich an. Nicht die Banditen. Tomoe. Wieso? Sie begreift nicht, was es heißt, Samurai zu sein. Euretwegen wählte sie die Mongolen. Verurteilt mich nicht. Lügt mich nicht an. Ich darf Tomoe, den Feind, nicht meinen Weg des Bogens lehren lassen. Dann halten wir sie auf. Das ist mein Kampf. Ich brauche eure Waffen nicht. Nein, ihr braucht mich. Es sind Krieger, die Siege erringen. Nicht Waffen. True Story. Hat er hier mit der eigenen Waffe. Shimura hat euch gut gelehrt. Wir jagen Tomoe gemeinsam, aber auf meine Art. Und wenn die Zeit kommt, werdet ihr mir helfen, meinen Onkel zu retten. Ihr habt mein Wort, Sakai. Ich bereite mich auf die Jagd vor. Wenn ihr so weit seid, kommt zum Dojo. Allein retten wir meinen Onkel nicht. Es müssen sich uns noch mehr anschließen. Findet Fürstin Masako Adachi. Falls sie noch lebt. Sie gehört zu den besten Kriegern der Insel. Okay. Das Pferd einfach. Süß. Ah. Sensei Ishikawa haben wir damit rekrutiert. Sehr schön. Deine Legende wächst. Der wandernde Samurai. Etwas mehr Gesundheit. Mongolen sind überall. In einem Kampf umzingeln sie mich wie Wölfe. Ich brauche neue Wege, sie mir vom Leib zu halten. Oh. Oh, was? Können wir uns jetzt aussuchen? Nee, wir haben eins. Okay. Wirf mit L R1 2 Kunai auf nahe Gegner. Eine ausbalancierte Klinge kann ich werfen und einen Gegner überrumpeln und erledigen. Ich konnte gerade nicht wählen. Das habe ich, ich habe das anscheinend durch die Story jetzt freigeschalten. Ah, okay. Eine Klinge, die schnell auf Gegner in der Nähe geworfen werden kann, der sie taumeln lässt. Kunai ausrüsten.
Ah, okay, R2 das. L1, okay. Muss ich austesten? 3 Kunai haben wir. Aufzeichnung aktualisiert. Achso, das ist jetzt... Ah, Blut im Gras. Nee. Ah, nee, okay, das war jetzt hier abgeschlossen, deswegen. Okay, aktualisiert, okay. Na gut. Ferdi? Kann ich dich streicheln? Ach, schade. Ich wollte nur gucken, ob das Pferd wie bei Red Dead Redemption Hoden hat, die eventuell wachsen oder schrumpfen, wenn es kalt oder warm wird. Ich wollte nur mal gucken. Man muss ja schauen, ne? So. Kunais. Oder Kunais? Kunais, ne? Nee. R2. R1. Oh. Oh, okay. Kann ich die wieder aufsammeln? Nee, die sind weg, ne? Okay. Ja, okay. Nee, ach, egal. So. Alles klar. Okay, wir gucken uns mal die Mappe an. Ja, da ist noch ein Fragezeichen. Ich weiß, ich hab's leider verbaselt. Da genauer nachzuschauen. Okay, ist ausgegraut, heißt, haben wir erledigt. Oh, was? Die Geschichte von Tsushima sind jetzt verfügbar. Hilf Menschen auf der ganzen Insel und erweitere deine Legende. Ja gut, das haben wir ja schon gemacht, ne? Haben wir ja schon. Geflüster im Wald. Ja gut. Du hast eine neue Waffe erhalten. Hier kannst du deine Waffe und Munition verwalten. Ach, Munition gibt es auch noch verschiedene. Interessant. Verbesserungen ansehen. Nicht genügend Ressourcen. Bambus brauchen wir noch mehr. Ach, dann wird der Schaden erhöht. Oha, okay, nice. Kunais. Ah, wird die Kapazität erhöht. Ja, gut. Raubtierfell. Kampfhaltungen. Stein. Wasser. Wind. Mond. Wir haben auf jeden Fall einiges entdeckt. Durch Erkundung kannst du deine Legende wachsen lassen, dich ausruhen und erholen, deine Taschen füllen und vieles mehr. Schließe Aktivitäten ab, um deinen Geist zu schärfen, deine Fähigkeiten zu verbessern und der Insel Frieden zu bringen. Schön. Haikus. Okay. Artefakte haben wir ja schon ein paar. Und Loot. Na gut. Unentdeckter Ort. Genau, da will ich jetzt hin. Da gehen wir hin. Okay. Na dann, Ferdi. Auf geht's. Da oben war das Lager. Wir gehen mal da lang. Halt, stopp. Wir brauchen Loot. Wie wisst ihr, wie das funktioniert? Ich hoffe, es gibt keine maximale Taschengröße. Hört sich ganz nach meinem Spielstil an. Ja, alles. Ich finde, so ein Spiel verdient es auch, dass man alles mitnimmt und alles macht. Ich finde das super wichtig. Also für mich jedenfalls. Ich kann nicht... Ein goldener Vogel. Das heißt, sie kennen jedes Geheimnis dieser Insel. Wohin er wohl fliegt. Ich habe ihn nicht gesehen. Mist. Wo ist er? Wo ist er? Da. Ich kann einfach nicht aus der Haut... Ich habe vergessen, was ich sagen sollte. Der Wert ist hoch. Doch, gibt es aber pro Rohstoff und der Wert ist hoch. Okay, alles klar. Wo ist der Vogel? Da irgendwo. Da! Jetzt sehe ich ihn. Den hatten wir vorhin am Wasser gefunden.
Okay. Wo ist der Vogel hin? Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt hier runter muss. Hä? Hä? Ich habe die Mechanik mit dem Vogel noch nicht ganz gecheckt. Wenn da so viel Liebe drin steckt, auf jeden Fall. Alles klar, Snoopy. Ich wünsche dir was. Viel Spaß und Dankeschön fürs Reinschauen. Dankeschön. Wo ist denn jetzt der Vogel hin? Ach! Okay. Das war's. Ausora-Stirnband. Zuversicht im Angesicht von Widrigkeit entspricht dem Geist eines Samurai. Hat er es automatisch ausgerüstet? Nein. Aber finde ich gut. Nehmen wir mit. Okay, ich glaube tatsächlich, wir können jetzt... wir nehmen mal den Helm. Den Helm? Und die Größenverteilung? Ich mag so übertrieben Helme in Spiele nicht tragen, weil das verdeckt immer alles. Irgendwie, wenn die jetzt nicht zwingt... Obwohl, warte mal, wenn wir das so nehmen und dann so... Das sieht schon cool aus. Aber, naja. Ich mag das Stürmband. Und das passt auch zu dem Blauen von der Tracht. Und das tragen wir jetzt auch. Komm. Und beim Katana, obwohl ich das Blaue echt passend finde, ich nehme das mal mit. Wir haben keine Dings mehr. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Rüstung angepasst. Das ist, glaube ich, okay. Haben wir jetzt mal ein bisschen Klamotten. Schön. Halten wir ein bisschen mehr aus. Sakai! Ja, hi. Wir können mit ihm nochmal reden? Sensei, was Neues über Tomoe? Ja. Oh. Doch ob ihr schon bereit für sie seid? Ihr tut, als sei sie ein Dämon. Das ist nicht so abwegig. Okay. Tomoe ist furchtlos. Sie ist kein Samurai, aber eine geborene Mörderin. Oh. Die Art kenne ich. Nein, tut ihr nicht. Sag doch nicht, was ich weiß oder nicht kann, Mann. Der Sensei und die Schülerin. Kommt. Wo wollen wir hin? Zu einem Bogenschießstand. Ein Anwohner hat dort Mongolen gesehen. Ich vermute, Tomoe war dabei. Wenn Tomoe wahrhaft furchtlos ist, wäre sie eine gute Verbündete. Ein hungriger Leopard ist auch furchtlos. Leoparden meistern euren Weg des Bogens nicht. Lasst gut sein, Sakai. Sie schließt sich uns nicht an. Warum ist sie übergelaufen? Feinde können umgestimmt werden. Warum ist sie übergelaufen? Ich riskierte es, all mein Wissen mit ihr zu teilen. Als sie mich hinterging, bestrafte ich sie. Das war gewiss hart. Ihr wisst, was sie den Gefangenen in Fort Nakayama antat. Das war kein Fehler. Das war ihre Absicht. Und das hat sie nicht zum ersten Mal getan. Wir wissen nicht, ob sie Schuld hatte. Ihr nicht. Ich schon. Okay. Ich wollte gar keine Story-Mission gerade triggern, ne? Das war gar nicht geplant. Ich dachte so, ja komm, wir reden mal. Also war wirklich jetzt nicht, ich wollte eigentlich zu diesem Fragezeichen... wo ist er hin? Da. Oh, ich höre da Pfeile, glaube ich, schießen. Ich wollte gar keine Story-Mission triggern. Ich wollte mich ein bisschen umgucken. Wo bringt der mich denn hin? Ganz kurz, ich gucke mal eben auf die Mappe. Okay, wir gehen wirklich ganz woanders hin. Ich wollte eigentlich zum Fragezeichen... Huch. Ihr müsst dort hinaufklettern. Schafft ihr es da hoch, Sensei? Anscheinend nicht. Oder doch? Worauf wartet ihr noch, Sakai? Ich hab dich was gefragt, du Pöbel. Entschuldigung. Sensei Pöbel. Oh.
Was? Okay. Braucht ihr Hilfe, Sensei? Sprich mit Sensei? Wo ist er denn? Warte mal, er ist schon oben, ne? Er hat uns einfach überflügelt. Nicht schlecht, Sakai. Ihr meintet, man könne nur hochklettern. Nein, ich sagte, ihr müsst klettern. Ist eine gute Übung. Okay. Pfeile. Nett. Mongolische und japanische. Falls sie hier waren, sind sie längst weg. Vielleicht finden wir ihre Spur bei der Zielscheibe. Hier ist kein Ziel. Oh. Bei diesem Wachturm. Nicht schlecht, Sensei. Findet raus, wo sie hin sind. Okay. Bewegung, Sakai. Getroffen! Ha! Was sagst du jetzt? Sensei! Ah. Ganz schön ausgefuchst, der Alte. Ja, total. Voll gut. Wie viele Mongolen bildet Tomoe aus? Ein abgetrennter Kopf. Ihre Zielscheibe. Oh. Sensei. Oh, Alter. Hab ich mich ja erschreckt. Oha. Ach so. Ist das ein Hund? Was ist das? Das ist ein Pudel. Raubtierfell. Okay. Ich dachte, was? Eieiei. Sensei, ich brauche Hilfe. Ja, nie, wo ist er denn?